Hallo, heute kommt ein Haartutorial. Ich zeige euch verschiedene Frisuren. Ihr braucht dafür aber wirklich nicht so lange Haare haben wie ich. Falls ihr mal so welche haben wollt, dann schaut auf jeden Fall in die Infobox. Ich verlinke euch da meine zwei Videos. Einmal die Haarroutine und einmal meine Haarpflegetipps. Die sind auf jeden Fall gut. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und ja, dann legen wir mal mit der ersten Frisur los. Für die erste Frisur braucht ihr eine Bürste. Ich benutze hier den Tangle Teaser. Den gibt es bei DM zum Beispiel. Und ich bürste meine Haare einmal komplett durch. Wenn ich damit fertig bin, dann nehme ich einfach meine zwei Fingerspitzen von den Zeigefingern, verteile erstmal die Haare wieder und dann mache ich es ungefähr so auf Augenbrauenhöhe, fahre ich einmal mit den Zeigefingern um meinen Kopf außenrum und trenne diesen Teil quasi ab. So, jetzt nehme ich wieder meine Bürste und kämme das hier vorne nach hinten, dass das schön aussieht. Halte das immer schön fest hier hinten. Und dann mache ich jetzt eine Frisur, die gerade total modern ist. Ich lasse die unteren Haare offen und mache mir mit den Haaren, die ich hier oben abgetrennt habe, einen kleinen Dutt. Das heißt, ich nehme dieses hier, drehe das ein und drehe das dann hier rum. So, jetzt nehme ich kein Haargummi, weil das sieht sonst echt ein bisschen blöd aus, weil das so ein bisschen nach oben schiebt dann. Sondern ich nehme ja eine Art Bobbypins, aber es sind keine normalen Bobbypins, sondern die gehen außen so auseinander. Die habe ich vom DM, die gibt es da auf jeden Fall. Die sind nicht ganz günstig, weiß ich nicht, kosten 10 Stück um die 2 Euro. Nee, sind mehr drin. 12 Stück, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kosten sie nicht die Welt, sind aber auch nicht ganz günstig. Und mit denen, ich habe jetzt schon zwei reingemacht, ich kann es euch mit denen hier besser zeigen. Ihr stecht es oben rein, geht quasi nach außen. Ich habe jetzt hier diese zwei Enden. Und dann setze ich die zwei Enden an der Kopfhaut an und schiebe es so rein. Das heißt, ich habe quasi, ich zeige euch das auf dieser Seite nochmal, ich mache es so rein, nimm hier ein bisschen was mit und schiebe es dann in den Dutt rein. So, das ist meine erste Frisur. So, meine erste Frisur habt ihr gesehen und die zweite, die geht einfach noch ein Stückchen weiter. Und zwar nehme ich die restlichen Haare hier unten, mache die nach hinten, teile die in drei Partien ein und flechte sie nach oben. Das heißt, ich flechte nicht hier runter, sondern ich versuche sie hoch zu flechten. Das mag vielleicht am Anfang nicht so schön aussehen, aber richten wir am Schluss. Ich muss immer so nach vorne flechten, weil meine Haare zu lang sind. Aber das klappt. Und zwar flechten wir die Haare bis ans Ende, also bis zu den Spitzen vor. So, also so ein paar Spitzen dürfen noch rausgucken, das ist kein Problem. Und jetzt nehme ich ein Haargummi. Ich nehme hierfür jetzt so einen ganz kleinen. Das ist so ein,
so ein Mini-Haargummi. Die kriegt ihr auch im DM und überall. Und verschließe hier meinen Zopf. So. Und weil das jetzt noch nicht so ganz cool aussieht, drehe ich das hier um meinen Dutt außenrum. So, die Enden verstecke ich unter dem oberen Zopf. Und dann mache ich das wieder fest mit diesen coolen Nadeln. Oh, es hält auch so, aber nicht so gut. Mit diesen Nadeln, die ich euch vorhin gezeigt habe, mit diesen offenen Bobbypins. Ich benutze immer 4 Stück, auf jeder Seite quasi ein. Vorne, hinten, links, rechts. Mache ich immer so beim Dutt und das hält wirklich Bombe. Also bei mir klappt das ohne Haargummi. Nur mit diesen Spänkchen. Und das hält meistens besser noch als Haargummi. So, und jetzt bin ich fertig. Für die nächste Frisur müssen wir wieder die Haare durchbürsten. Und ich bürste sie mir schon mal Richtung hinten. So, und jetzt mache ich mir einen Pferdeschwanz, aber ich lasse eine Strähne raus. Heißt, ich mache mal den Pferdeschwanz, und zwar mit allen Haaren. Und dann nehme ich mir hier an der Seite einfach so eine etwas breitere Strähne. So. Und lasse die raus. Und den Rest mache ich jetzt zusammen zu einem Pferdeschwanz. Jetzt nehme ich so ein ganz normales Haargummi und mache den zu. So, die Haare, die wir jetzt hier rausgelassen haben, die müssen jetzt natürlich noch irgendwie in den Pferdeschwanz rein. Und ich mache jetzt hier eine Variation, die gibt es schon tausendfach auf YouTube, aber ich habe das noch nie mit diesem Teil gesehen, wie ich das mache. Nämlich, ich habe hier so ein, ja, es sieht ein bisschen aus wie so eine Nadel in ganz groß. Ich habe hier quasi eine Spitze und ich habe hier ja, so eine Öse. Und diese Haare kämme ich jetzt auch nach hinten mit meiner Bürste, quasi Richtung Pferdeschwanz, und lege sie um den Haargummi außen rum. So, wenn ihr meint, ihr habt die Strähne oft genug um den Pferdeschwanz rumgewickelt, dann kommt dieses Teil hier ins Spiel. Und zwar macht ihr die Strähne durch diese Öse durch, haltet die Strähne noch ein bisschen fest und geht dann mit der Spitze von hinten in den Pferdeschwanz rein, quasi so wie eure Haare durchgehen. So. Und dann zieht ihr das hier raus und lasst die Strähne oben los. Und jetzt muss man echt ein bisschen ziehen, aber jetzt ist die Strähne im Pferdeschwanz drin und man sieht den Haargummi nicht mehr und ihr müsst das nicht mit so einem lockeren Bobbypin festmachen. Und die Frisur finde ich wirklich sehr schön für den Alltag oder für die Schule
eigentlich alle von den Frisuren, aber die geht halt ratzfatz, also richtig schnell und sieht cool aus. Und es ist ein bisschen schöner als einfach nur mit dem Haargummi. Meine nächste Frisur ist auch total einfach. Und zwar habe ich hier so einen, ja, einen ganz leichten Seitenscheitel. Und dann nehme ich diese Seite, habe mir einfach irgendeine Partie abgetrennt. Also sie sollte vielleicht nicht zu dick sein, aber auch nicht zu dünn. Und dann fange ich einfach an zu flechten. Ich teile das jetzt hier in drei Partien ein. Ihr seht, meine erste ist ganz schön kurz. Das ist so ein Pony-Stückchen. Und dann fange ich von vorne an, über die nächste Strähne legen und immer von außen nach innen zu flechten. So. Jetzt nehme ich mir von oben ein Stückchen dazu. Und flechte weiter. Und jetzt ist eine andere Strähne oben. Und ich nehme mir wieder von oben ein Stückchen dazu. Und flechte weiter. Und jetzt ist die dritte Strähne oben. Und jetzt nehme ich ein Stückchen dazu. Und flechte weiter. Jetzt flechte ich bis ganz nach hinten. Oder so bis zur Hälfte. Es kommt drauf an, wie ihr das haben wollt. Ich flechte jetzt ja, bis hinter das Ohr und dann nehme ich mir ein kleines Haargummi, also wirklich klein, so ein Mini-Teil und mache das ein bisschen weiter hinten, quasi, ich habe ungefähr bis hier geflochten, habe das jetzt bis hier runtergezogen, mache hier unten zu. Und jetzt seht ihr warum, weil ich mache das noch ein bisschen, also ich öffne das quasi noch ein bisschen. Und zwar ziehe ich jetzt die Enden hier so auseinander und mache das Ganze ein bisschen lockerer. Und jetzt lege ich das einfach zwischen die Haare und mache das mit einem ganz normalen Bobbypin fest. Und jetzt seht ihr, dass das hier noch total absteht und das total blöd aussieht. Und jetzt nehme ich wieder einen Bobbypin und ich möchte nicht, dass der verrutscht, deswegen mache ich ein bisschen Haarspray drauf. Lass es kurz abtrocknen. Und lege diese Schlaufe, die hier ja, so hoch geht, lege ich so unter den Zopf. Und befestige sie da. So, und jetzt mache ich meine Haare ganz normal vor. Und ich bin fertig. Meine letzte Frisur ist der absolute Klassiker. Trage ich ja eigentlich fast immer. Und zwar ist das ein schöner, lockerer Dutt. ich benutze dafür extra keine Bürste, damit das etwas messy aussieht. Und ich gehe kopfüber und mache das hier so in der hinteren Hälfte, aber noch relativ oben am Kopf. Habe ich mir die Haare zusammengenommen und jetzt drehe ich die ein. Also ich drehe die Haare in eine Richtung, lasse jetzt hier oben los und drehe und drehe und drehe. Je länger die Haare, desto länger dreht ihr. So. Und ich benutze kein Haargummi, sondern ich benutze wieder diese offenen Bobbypins, so nenne ich die jetzt einfach mal. Diese hier. Und pinne das einfach fest. Und zwar pinne ich das genauso fest wie in der ersten Frisur. Das heißt, ich stecke das Bobbypin rein von oben, mache es nach außen, nehme was nur vom Ansatz noch mit und drücke es in den Dutt rein.
so, ich habe jetzt 4 Stück drin und der Dutt ist so fest, da passiert wirklich nichts. So, bei einem Haargummi wäre er schon längst auseinandergegangen, das verspreche ich euch. So, und jetzt will ich das Ganze noch ein bisschen lockerer haben und deswegen halte ich den Dutt hier fest und zubbel einfach nach Belieben ein paar Haare raus. Also ich zubbel die weitgehend hier vorne raus. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Das war ja wohl wirklich eine der einfachsten Frisuren von allen. Und ihr braucht nur 4 von diesen offenen Bobby-Pins. Und die ist so lässig. Die kann man eigentlich immer tragen. Und ich habe die zum Chillen zu Hause, ich habe die zum Arbeiten, ich habe die für die Schule, ich habe die für alles quasi. Immer wenn ich keinen Bock habe, irgendwas Aufwendiges zu machen, dann mache ich mir diesen Dutt und es sieht trotzdem gut aus. Also, was will man mehr? Das waren meine 5 Frisuren und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut doch beim nächsten Video wieder zu und abonniert mich auf meinem Kanal. Ja, lasst mir einen Kommentar da, welche Frisur ihr am schönsten fandet. Oder welche ihr schon mal getragen habt, welche ihr nachmachen wollt, welche ihr vielleicht sogar nachgemacht habt. Und meine Videofrage ist heute, was ist eure Lieblingsfrisur? Das muss jetzt keine von diesen 5 Frisuren hier sein, sondern einfach, welche Frisur tragt ihr am meisten, welche tragt ihr am liebsten, welche findet ihr vielleicht am schönsten, kriegt sie aber nicht hin. Kommentiert das unbedingt mal in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! So, hier seht ihr nochmal meine 2 Videos. Hier seht ihr einmal mein Haarroutine-Video, welche Produkte ich benutze, also Shampoo, Bürste, Spülung, bla bla bla. Seht ihr alles hier? Und auf dieser Seite seht ihr meine Haarpflegetipps, wie ich meine Haare so lang bekommen habe. Ganz einfache Tricks und Tipps, die wirklich jeder nachmachen kann und die enorm viel ausmachen. Also schaut euch die beiden Videos an und abonniert mich. Tschüss!